Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Erstmal gehen wir zurück zu Mallow. Machen die drei Wirbelsprünge. Mal gucken, was da passiert. Und dann schauen wir uns hier noch weiter in der Gegend um. In irgendwo treiben die Schallgeister noch ihren Unsinn. Mallow, jetzt bitte nicht erschrecken, aber ich muss einmal 1, Nummer 2 und Nummer 3 machen. Wie? Oh, das ist der Schnellwechselorden. Ich hatte keine Ahnung, dass ein so nützlicher Orden auf meinem Speicher war. Mario, du bist ein richtiger Glückspilz. Du solltest diesen Orden anlegen. Du hast den Schnellwechselorden erhalten. Ermöglicht Wechsel und Angriff eines Freundes in einer Runde. Das sollten wir in der Tat einsetzen. Wie viel braucht man denn dafür? 4. Okay, Ausweicher brauche ich. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Umfall jetzt eigentlich auch nicht. Erdbeben ist schon eine geile Attacke. Ausweicher auch. Dann muss ich das ja erstmal absetzen. So, Schnellwechsel. Ach, dann kann ich den Schrumpfer auch wieder einsetzen. Okay. Okay, beim nächsten Level up wieder Orden. Aber ich möchte trotzdem Gumbaro jetzt erstmal draußen haben. So, hier waren wir ja überall. Also gehen wir weiter nach Süden. Und hoffen mal, dass die Schalkers nicht allzu viel zerstört haben. Sind die auch Schalkers? Sieht nichts danach aus. Okay. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal Richtung Westen. Oder vielleicht auch nach Süden. Mal gucken. Vielleicht sind da nämlich auch Schalkers. Shy Guys sieht nicht danach aus. Doch, hier sind Shy Guys. Weg mit dir. Oh, danke, Mario. Jetzt kann es weitergehen. Als Einsteigern kommst du auch mit? Nein. Schade, aber vielleicht beim nächsten Mal, ja? Definitiv. Sind hier vielleicht noch irgendwelche Shy Guys? Sieht nicht danach aus. Ob es auch so einen Orden gibt, wo man Sternsplitter anzeigen lassen kann, das wäre nämlich ziemlich praktisch. Weil jedes Mal so zu machen, wäre auf Dauer nervig. Aber jetzt Richtung Westen. Mario! Mario, Mario, schön dich zu sehen. Wir haben herausgefunden, dass du Tuba Pluba besiegt hast. Ich wusste, du würdest es schaffen. Als uns die Neuigkeiten ereilten, war die Prinzessin sehr erleichtert. Erlitten auch. Oh ja, ich habe neue Informationen über die Sterne, die noch immer gefangen sind. Hast du schon jemals von Schalgers Spielzeugkiste gehört? Spielzeugkiste mit dir natürlich. Es scheint, es wird einer der Sterne dort festgehalten. Aber wo in aller Welt befindet sich diese Spielzeugkiste? Ich habe keine Ahnung. Oh, die Zeppe knapp. Ich muss zur Prinzessin zurück. Viel Glück, Mario. Prinzessin Peach und ich denken immer zu an dich. Nun ist es soweit, ein Stern denkt an mich. Ich bin mir sicher, dass die Schalgers von irgendwo in der Stadt herkommen. Wo könnten sie sich hier verstecken? Wenn ich nicht völlig falsch liege, verstecken sie sich in einem Haus. Da, wo niemand wohnt? Vielleicht? Mal gucken. Geh auch die Post ab. Hey du, Dieb!
Mario, du bist es. Ein Schalke hat meinen Lagerschlüssel gestohlen. Ich kann meinen Laden nicht führen, wenn ich nicht in den Lagerraum kann. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Keine Sorge, ich hol dir deinen Lagerschlüssel. Mal, die sind hier drinnen. Ich schaue mich erstmal hier so weiter um. Und einmal Richtung Westen. Da vielleicht sich auch noch Teilgeist umher irren. Ja, vermaledeit. Der kleine Zappler ist fort. Wo ist dieser Fuzzipede hin? Vielleicht hat ihn ein Fisch gefressen? Aber was ein Pech. Okay. Du meinst? Das sind Schatten. Oh, Hallöchen, Weilort. Okay, dann gehen wir nochmal dort rein in den Lagerhaus und gucken, was passiert. Hier ist doch niemand. Oh nein, es ist Mario. Ja, dann warten wir doch mal. Eine Spielzeugkiste, was wohl drin ist. Wir sind Mini Mario Kapitel 4. Mit dem Zeug. Ja. 4. Würfe. Einmal speichern bitte. So, hier links können wir runter. Da können wir mit dem Zug weiter und nach rechts können wir weiter. Ich arbeite hier am blauen Bahnhof. Aber seit hier keine Züge mehr fahren, bin ich mehr oder weniger arbeitslos. Willkommen am blauen Bahnhof. Leider können wir dich nicht zu einer der anderen Haltestelle befördern. Wir haben den Bahnhof, die Schienen und all das Zeugs, aber leider haben wir keinen Zug. Das ist blöd. Ich gehe erstmal links lang. Oh, na, armer Schalkei. Gestolpert. Der Arme. Das ist ein Schalkei. Das sind regelrechte Tunichtgute. Richtige Schlingel. Maximale KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung gleich nicht vorhanden. Manchmal setzen sie akrobatische Attacken ein, die über eine Angriffskraft von 3 verfügen. Wer weiß schon, was in diesen Störenfrieden vorgeht. Ich glaube zwar, dass sie gefährlich sind. Alles im Allen aber eher harmlos. Dann einmal Erdbeben. Ui. Wie soll ich das denn blocken? Der Applaus, ich wird nicht mehr. Andererseits. Komm. Einmal wechseln auf Bombett. Na komm, Bett mal. Schön Schaden machen.
den normalen. Naja. Der normale Hammer macht 5 Schaden. Dann brauche ich ja Erdbeben eigentlich gar nicht mehr. Ich kann nicht blocken, Leute. Ich kann nicht blocken. Ich bekomme Erfahrungspunkte. Ja, gib mir mehr Kohle. Komm, dann kam Bo doch wieder raus. Er bewacht eine Kiste. Was bist du denn für einer? Mist, ich kann einfach nicht mehr heimen. Viel zu lange her. Der Groove Guy. Das ist ein Groove Guy. Groove Guys tragen seltsame Klamotten. Vermutlich ist es Bühnenkleidung. Weiß doch, wie Künstler sind. Maximal KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Hin und wieder rufen sie auf Verstärkung. Oder sie wirbeln von dir herum, um dich zu verwirren. Diese Kerle sind Nervensägen, also lass sie uns besiegen, bevor sie zu lästig werden. Ich versuche mein Bestes. Oh mein Gott, ich habe geblockt. Erdbeben. Und Kopfnuss. So, hier ist ein Block. Und hier können wir weiter. Dann mache ich den hier noch fertig. Was willst du? Halte ich dich von der Schatzkiste fern, Kumpel? Sie gehört mir. Leg dich nicht mit mir an. Kämpfen. Du willst kämpfen? Hast du einen Knall? Gegen mich hast du keine Chance. Bist du sicher, dass du kämpfen willst? Kämpfen. Wie nun? Wie du willst, ich nehme jede Herausforderung an. Jetzt geht's rund, Kumpel. Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Bin ich mal gespannt. Anti-Guy. Das ist ein Anti-Guy. Seine Attacken sind so stark, dass man ihn auf Vernichtungsscan nennt. Oh oh. Maximal KP 50, Angriffskraft 10, Verteidigung 0. Wenn er eine akrobatische Attacke ausführt, beträgt seine Angriffskraft 12. Also versuch nur, ihr auszuweichen. Dieser Kerl ist knallhart, also nimm ihn nicht auf die leichte Schulter. Ich versuch mein Bestes. Erstmal. Wegen Lied kommen. Darf erstmal ein paar Runde. Ründchen, okay. Komm, mach mal einen Powersprung. Noch mal einen Powersprung. Angriffskraft verstärken, das ist nice. Da mache ich ja jetzt, glaube ich, ganz schön viel Schaden. 10 Schaden. Ihr habt euch schon mal geschafft. Aua. Was habe ich denn so an Items? Ich einfach keine Heilung habe. Erfrischung.
Was jetzt nicht viel bringt, ne? Weil du machst 12 Schaden und... Na. Okay, das ist jetzt K.O.-Kriterium. Das ist gut gelaufen. Lässt sein Mitglied wechseln. Bitte komm zurück. Und setz einmal unsichtbar ein. Und dann wieder einmal wegen Lied. Darf erstmal eine Runde. Notiz an mich. Heil Items so. Wie? Er sollte doch schlafen. Hat das nicht funktioniert? Das ist blöd. Wie viel macht Anti-V-Hieb? 5 Schaden, okay. Ach Mensch. Notiz an mich. Mehr Highlight-Items mitnehmen. Ich gehe da mal kurz kaufen, ne? Ich kann nichts lagern. Ich hatte die ganze Zeit ein Superplatz. Ach komm. Dann versuche ich nochmal mein Glück. Oder wir heben den kurz zum Ende auf. Das nächste Mal. Heile mich dann vorher und dann machen wir den. Das ist auch eine Option. Ich glaube, hier gab es keinen Heilblock, ne? Nope. Hier drüben nochmal links lang. Ich werde jetzt trotzdem noch mal scannen. Aber das überspringen wir, haben wir ja schon gelesen. Oh, der wird ausgebuht. Doch, komm. Oh, ich kann mal jetzt nochmal zerstört. Wie der Hammer einfach jetzt mittlerweile 5 Schaden macht, das ist schon krass. Wie der einfach ausgebuht wird, ich lieb's. Thank you.
Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ist das scripted? Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu. Ne, dich hebe ich auf. So, erster Angriff erfolgreich. Wie viel macht denn der Sprung? 6 Schaden. Okay, das ist doch gut. Nein, er hat mich verwirrt. Aber dafür macht er keinen Schaden. So, komm. Patsch, 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 patsch. Kann mich auch nicht wehren, das ist blöd. Zum nächsten Level dauert es aber ganz schön. Gewaltig. Was ist hier drinnen? Ach ja, das war ja eine Münze. Wir gehen erstmal hier weiter. Das ist eine Feuerblume. Bleibst du hier? Erster Angriff erfolgreich. Blub. Na komm, warum nicht? Machen wir erstmal hier. Mensch. Ja, zumindest ist ein Schalker schon mal weg. Wop, 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 wop. Wie mache ich ja mit einer Angriff schon 6 Schaden? Oh, ich mache dann insgesamt 11 Schaden in einer Runde. Mit den beiden zusammen. Feuerblume. Naja, gut. Wir haben ja schon eine Feuerblume. Ein Herz nehme ich mit. Dann schaue ich mich nochmal um. Leben haben wir ein. Habe ich so Blau-Leben? Kann ja mal kurz. So, einmal Erstangriff. So, der erste Schalker ist schon mal erledigt. Und du kannst hier schon mal Schaden machen. Ich liebe diese Ohrfeige einfach so. Ich weiß nie, wann ich hier blocken soll. Aber ich kann mich ja eh jetzt wieder heilen. Von daher. Eine Backmischung. Kommst du her? Bitteschön. Ach komm, machen wir doch mal den hier. Damit ich wieder ein bisschen Platz im Inventar habe. Riesenschneemann. Und dann kann ich ja einmal Bombett einsetzen. Und diesmal nehme ich auch die richtige Attacke. Die alle Gegner trifft. Thank you.
Dann möchte ich das auch direkt mal einsetzen. Ups, her. Ich wollte eigentlich... Naja, habe ich vielleicht noch mal was mehr Schaden macht? Nö. Und dann setze ich doch einmal Erdbeben ein. Dann kann Mobett den Rest machen. Taschenrechner, für wen war der? Für den Ohrenshop. Okay, bring ihn zurück und machen wir direkt. Nimm nur kurz einmal Backwischung mit. Hallo? Hallo? Nehmen wir doch mal Sternensturm. Eine Backmischung, eine Backmischung, eine Backmischung. Von Super Sora. So. Dann gehen wir doch mal zurück, geben Ordenhändler seinen Taschenrechner zurück. Mal gucken, was wir für eine Belohnung kriegen, wenn überhaupt. Vielleicht gibt es ja auch wieder super tolle neue Orden, die uns helfen. Ich kümmere mich in der nächsten Folge drum. Dann gehe ich mich auch mal wieder richtig voll heilen. Haben schon wieder 28 Minuten. Wir sind hier überhaupt nicht so oft in Toton, dass es hier einen Kapitel gibt. Leid, Kumpel, ich musste den Laden schließen. Sein dänischer Schalke hat meinen Rechner gestohlen. Kannst du das fassen? Ja, bitteschön. Hey, Kumpel, das ist doch mein Rechner. Du sagst, du hast ihm den Schalke wieder abgenommen? Ja, geschieht ihm recht. Ich kann den Laden wieder eröffnen. Oh Mann, wie kann ich das jemals wieder gut machen? Ich weiß, nimm dies. Das ist ein ganz besonderer Orden. Setze ihn weiß ein. Du hast den Spionorden erhalten. Zeigt an, dass eine versteckte Falltür in der Nähe ist. Papa sagt, wir wären aus dem Geschäft geflogen, wenn er seinen Rechner nicht zurückbekommen hätte. Aber jetzt können wir den Laden wieder aufmachen. Muss ich einmal den Screen wechseln? Okay, Spionorden. Wie ich so lange den Pausenbildschirm nicht öffnen durfte. Bin gespannt, was das mir bringt. So, dann möchte ich mich einmal kurz heilen. Oder machen wir den Boss noch in dieser Folge. Zumindest versuchen wir es mal. Boss in Anführungszeichen. Die Truhe bewacht. Bestimmt der Ladenschlüssel drin. Aller Zelda-like.
Warum machst du jetzt nicht den Sprung? Oh, das ist doch gar nicht groß genug, ne? Na gut, wir haben jetzt aber wirklich 31 Minuten. Ich glaube, wir machen wirklich jetzt Schluss. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge da wieder, wo der Shy Guy Truhe-Typ ist. Bis dahin, tüdelü.